Fans auf allen Kontinenten, unzählige Produktplatzierungen und ein gewisser Sinn für Inszenierung. Kim Kardashian oder Lena Situation haben nichts neu erfunden. Doch wer hat die Codes geschaffen? Für manche ist es Marie Antoinette, für Papst Franziskus bestimmt die Jungfrau Maria. Tatsächlich gab es in Paris schon vor 150 Jahren Influencerinnen. Ende des 19. Jahrhunderts verändert die industrielle Revolution das Gesicht von Paris. Ganz Europa trifft sich dort zum Feiern. Frauen haben in jener Zeit keine Rechte und die Zahl der Sexarbeiterinnen steigt sprunghaft auf über 80.000 an. Um Kunden anzuziehen, versucht jede, sich von der Masse abzuheben. Diejenigen, die es an die Spitze der Pyramide schaffen, nennt man damals Kurtisane, Kokotte, Horizontale, Pferdchen, Dirne, Liebesdienerin, Bordsteinschwalbe, Freudenmädchen. Was gefällt dir am besten? Na, Horizontale, denn mein Leben spielt sich im Bett ab. Louise Ebel, in den sozialen Netzwerken als Pandora bekannt, ist Content Creator, Autorin und Historikerin. Manchmal schlüpft sie in die Rolle skandalträchtiger Frauen, deren Geschichte sie erzählt. Wer sind denn diese Kokotten, Louise? Sie sind nicht nur Sexarbeiterinnen, sondern auch Künstlerinnen. Im Pantheon der Kokotten gibt es nur etwa 15 Plätze. Die Queen ist La Belle Otero, eine andalusische Tänzerin. Für sie duellieren sich die Männer oder begehen Selbstmord. 1898 verewigt Félix Mesguich ihre Tanznummer und macht sie zum ersten Star der Filmgeschichte. Ihr Ruhm führt sie zu Auftritten in Berlin, Moskau und New York. Und dann ist da noch Liane de Pougy, die einen eher engelsgleichen Typ verkörpert. Sie spielt auch Theater. Gleich ihr erstes Buch wird 19 Mal neu aufgelegt. Was für ein Erfolg. Oder Emilienne d'Alençon, die ganz schön umtriebig ist. Sie lässt im Zirkus Kaninchen springen und ist Chefredakteurin einer humoristischen Zeitschrift. Die Kokotten lösen sich aus recht schwierigen Lebensumständen, indem sie sich an Berühmtheiten ranmachen. Leopold König von Belgien, Eduard VII. Von England, Aristide Briand oder die Brüder Goncourt. Die Großen Europas reißen sich um sie. Aber warum? Mit einer Kokotte gesehen zu werden, war etwa so, wie heute aus einem funkelnden Ferrari auszusteigen. Die Kokotten werden zum Zeichen von Reichtum. Das gibt ihnen eine gewisse Macht, mit der sie spielen. 1873 wird die Postkarte erfunden und entwickelt sich zum sozialen Netzwerk. Die Kokotten lassen sich in den Fotostudios von Nadar oder Reutlinger porträtieren und ihre Gesichter werden auf der halben Welt versandt. Zu Hause machen sie Werbung mit Visitenkarten, mit unmissverständlichen Botschaften wie Kuh für Kuh, also Hintern, alles für ihn. Oder ich öffne mich nur nachts. Schreibweisen wie heute bei Insta-Nicknames, die man sich gut merken kann. Oder eben ein schönes Motto. Der schrille Lebensstil der Kokotten wird zum Produkt. Die expandierende Presse greift das gerne auf, denn es entspricht den Wünschen ihrer Leser. Die Leute wollen mehr über das Leben und die Geheimnisse dieser Frauen erfahren. Das Leben dieser Personen, das im Geheimen auch die Durchschnittsfrau fasziniert, ist perfekter Stoff für die Zeitungen. Die Kokotten haben nicht nur eine besondere Beziehung zur Presse. Sie schaffen nebenbei, ganz unbewusst, den neuen Status der Prominenten. Sie sind die ersten öffentlichen Personen, die von den Marken umworben werden. Sie bekommen Geschenke, um sich damit fotografieren zu lassen. Parfum, Make-up, Kekse. Sie inspirieren die Marken, die gerade die Reklame für sich entdecken. Dank ihres Einflusses können die Kokotten auch junge Talente unterstützen. Gabrielle Chanel verdankt ihre ersten Erfolge Emilienne d'Alençon. Diese trägt als erste Chanel Tüte. Bei Presseveranstaltungen, im Theater und wenn sie ausgeht. Um die Jahrhundertwende sorgen die Kokotten dafür, dass sich mehr weibliche Darstellungen in der Öffentlichkeit verbreiten. Und sie werden zu Musen eines neuen Wirtschaftssystems. Ihr Zuhälter war der Kapitalismus, denn sie waren mit Leib und Seele Teil dieser Gesellschaft, die sie als Marktwert betrachtete und in der alles ständig verkauft werden musste.